Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Lehrermangel ist auf dem Vormarsch, in Deutschland generell, teils dramatisch, aber längst auch im Saarland. Die Zielbeschreibung im Gesetzentwurf und die Ministerin selbst, Sie haben es ja angerissen, in bestimmten Schulformen sind die Personalprobleme auch bei uns offenkundig. Beispielsweise in den Förderschulen ist die Fachkräftesituation sehr schwierig, aber auch in Bereichen der beruflichen Schulen. Die Situation spitzt sich zeitgleich auch in der Breite zu, betrifft sogenannte Mangelfächer von künstlerischen Fächern bis MINT-Bereiche und weitet sich aus. Deshalb ist es zwingend notwendig, dass die Landesregierung sich dieses Themas annimmt, dass sie Konzepte vorlegt und Wege beschreitet, um dem Lehrermangel sinnvoll entgegenzutreten. Das vorliegende Gesetz zur Erweiterung des Quereinstiegs für die Lehrämter im Saarland ist ein Schritt, hier entgegenzusteuern. Ehrlicherweise sind wir noch nicht ganz davon überzeugt, dass das Gesetz einen besonders großen Effekt haben wird auf die Fachkräftesituation. Vielleicht bietet aber die Anhörung die Argumente, die dahingehend überzeugend wirken. Und ich sage auch, selbst wenn der Effekt nur minimal sein sollte, sind wir grundsätzlich auch der Meinung, in der prekären Personalsituation, in der wir aktuell schon zum Teil sind und auf die wir weiter zusteuern, müssen auch kleine Schritte gegangen werden, weil jeder kluge Kopf in unserem Bildungssystem einen Unterschied macht. Vor diesem Gesichtspunkt haben wir Grundsympathien für die Idee Ihres Gesetzentwurfs in der CDU-Fraktion. Es bleibt aber noch die viel drängendere Frage, ob dieses Gesetz einhergehen wird mit Qualitätseinbußen. Und da sind die ersten Sorgenfalten in der Schulpraxis doch erkennbar groß. Deshalb wird das die Fragestellung sein, der wir in der Anhörung auf den Grund gehen werden. Für uns ist klar, Quereinsteiger im Lehrerberuf sind dem Grunde nach mit Blick auf die didaktische und pädagogische Ausbildung die zweitbeste Lösung, auch wenn engagierte Menschen sich in der Praxis immer wieder bewähren. Nehmen wir den Grundschulbereich. Der Biologe, die Germanistin, die Künstlerin, sie mögen in ihren Fachbereichen brillant sein. Vor den Herausforderungen einer Grundschulklasse kommen sie dann doch aber bisweilen an ihre Grenzen, weil das Fachwissen meilenweit von der Realität entfernt ist. Gerade auch im Bereich der Sonderpädagogik sehen wir eine Fokussierung auf den Quereinstieg durchaus kritisch, insbesondere wenn dieser Schritt dazu dient, das frühere Ansinnen nach der Einführung eines grundständigen Studiengangs Sonderpädagogik einzukassieren. Und das scheint der Fall zu sein. Es ist ja immer wieder strittig, inwiefern überhaupt das grundständige Studium schon die zukünftigen Lehrer ausreichend auf die wachsenden gesellschaftlichen Herausforderungen in der Realität vorbereitet und auf die vielen Baustellen, mit denen Lehrerinnen und Lehrer sich täglich konfrontiert sehen. Umso schwerer ist es doch dann, diese Herausforderungen zu bewältigen, mit einer abgespeckten pädagogischen und didaktischen Ausbildung der zukünftigen Lehrkräfte, die der Quereinstieg nun mal mit sich bringt. Das dürfen wir nicht unterschätzen und bei allem Handlungsdruck, den auch wir sehen. Wir sind als CDU überzeugt, wir brauchen so viel Quereinstieg wie nötig, aber so viel grundständig und schulformspezifisch ausgebildete Lehrer wie möglich, um dem Fachkräftemangel an unseren Schulen zu begegnen. Gerade mit Blick auf das Wort schulformspezifisch will ich das auch noch einmal betonen. Ob Grundschullehrer, Förderschullehrer, Berufsschullehrer oder Lehrer anderer Bereiche, die didaktischen, pädagogischen und fachlichen Schwerpunkte und Anforderungen, sie sind verschieden. Deshalb werden wir alle Bestrebungen hin zur Vereinheitlichung und hin zum Einheitslehrer vehement entgegentreten. Auch an den Schnittmengen wie in der Inklusion brauchen wir die verschiedenen Professionen. Wir brauchen die Fachmänner und Fachfrauen, die Hand in Hand an diesen Bereichen arbeiten, aber nicht den Einer-für-alles-Lehrer. Im Übrigen, mit Blick auf die Professionen, Sie haben die Stellenzahlen angesprochen, erlauben Sie mir den Nebensatz noch. Wir bedauern sehr, dass bei einzelnen Schulformen auch dieses Mal wieder keine Stellen drin sind und dass diese Schulformen, Gymnasium und berufliche Schulen, leer ausgehen werden. Bei allen Verständnissen, allen Bemühungen, Bedarfe zu decken, braucht es stets ein Auge, das konsequent wachsam auf die Qualität und den Erhalt einer hohen Professionalisierung in der Lehrerausbildung hält. Beste Bildung braucht auch beste Ausbildung zukünftiger Lehrkräfte. Deshalb werden wir das wachsame Auge auf die Qualität halten und auch unter diesem Gesichtspunkt sind wir sehr gespannt auf die Anhörung und die Einschätzung der Experten und der Schulgemeinschaften zum vorliegenden Gesetzentwurf. Und zu guter Letzt will ich auch heute bei der ersten Lesung schon klarstellen, eine Erleichterung beim Quereinstieg entbindet nicht von der politischen Verantwortung, weitere Maßnahmen zu ergreifen gegen den Lehrermangel. Der angesprochene Studiengang Sonderpädagogik an unserer UDI, die Aufstockung der Studienanfänger im Bereich Primarstufe, eine schnelle Platzvergabe für den Vorbereitungsdienst und im Anschluss daran, all diese Maßnahmen müssen auf den Tisch.
Und wir brauchen ein aktives Sich-Kümmern um zukünftige Lehrer. Nebenbei auch ein aktives Kümmern um Kolleginnen und Kollegen, die bereits im Schuldienst sind. Denn zufriedene Lehrer sind nämlich die besten Werbebotschafter für einen eigentlich sehr erfüllenden Beruf. Und die Zufriedenheit ist bei den Kolleginnen und Kollegen in vielen Bereichen leider auf dem Tiefpunkt. Es gibt natürlich noch weitere Möglichkeiten, die das Saarland aktiv anpacken kann, anpacken muss, um sich der Situation zu stellen. Das ganze Besteck muss auf den Tisch, damit wir die bestmögliche Personalisierung an den Schulen für unsere Kinder heute und in der Zukunft sicherstellen können. Heute liegt noch nicht das ganze Besteck auf dem Tisch, aber schon mal die Gabel, und wir sind gespannt auf die Anhörung. In erster Lesung enthalten wir uns. Vielen Dank.